Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zur Serie mit den angeblich leichten Zumoko-Problemen. Ich denke, die sollten für zweistellige Qs eigentlich sein, wobei diese ja für zweistellige Qs vielleicht durch reines Überlegen, also Auslesen im Kopf, schwierig zu lösen sein werden, wenn ja, man nicht schon eine gewisse Erfahrung mit Zumoko hat. Ich hoffe, sie sind nicht zu schwierig, aber irgendwie wird es mir schon gelingen, die letzten zweistelligen Qs hier als Zuschauer loszuwerden. Sei es, dass sie durch zu schwierige Probleme vergrault werden oder dass durch Lösen dieser Probleme sie eben keine zweistelligen Qs mehr sind auf mittlere Sicht. In jedem dieser drei Probleme ist Weiß am Zug und soll versuchen, die schwarzen Steine zu fangen. Auch hier schon mal der Hinweis darauf, dass der Aufbau von Problemen manchmal schon einen Hinweis darauf gibt, was bei der Lösung eine Rolle spielt. Bei allen diesen Problemen hier sieht man, dass die schwarzen Gruppen, die ja gefangen werden sollen, außen eigentlich wenig bis keine Freiheiten haben. Und das ist hier auch so ein bisschen Thema. Gut, das erste Problem, gucken wir uns hier mal an und erste Idee wäre, dieses Atari hier zu geben von außen. Ne? Wenn Schwarz dann deckt, dann kann Weiß hier spielen. Ist wieder Atari, das deckt Schwarz und dann spielt Weiß hier und die Gruppe hat nur ein Auge. Alternativ kann man auch sogar hier spielen, was ja eine Mausefalle droht, beziehungsweise eben nicht zulässt wegen der mangelnden Außenfreiheiten, dass Schwarz hier spielt, denn dann könnte er gefangen werden. Also, wenn Schwarz auf 2 antwortet, dann ist das auf jeden Fall hier ein guter und korrekter Anfangszug. Aber Schwarz hat hier auch die Möglichkeit, so zu spielen und dann zumindest noch mit einem Ko um das Leben der Gruppe zu kämpfen. Also so, dann irgendwo eine Kodrung suchen und finden möglichst. Wenn der Gegner antwortet, dann kann man ja, zurückschlagen. Und das wäre nicht die korrekte Lösung, denn die besteht darin, hier zu spielen. Aber vorab noch eine falsche Idee, das wäre eben hier zu spielen. Also wenn man das jetzt allerdings so weit schon gesehen hat, dass Schwarz hier nicht decken kann, dann ja, ist es eigentlich auch nicht mehr so schwierig, auf die richtige Lösung zu kommen. Also Schwarz müsste jetzt halt hier spielen, dann hätten wir wieder ein Ko. Aber wenn Weiß eben hier spielt, dann hat Schwarz eigentlich keine Möglichkeiten mehr. Also sowas hier bringt nichts wegen. Einfach da rein und Schwarz hat nur noch ein Auge. Und hier, was natürlich eigentlich der offensichtliche Zug ist, klappt es halt nicht, weil Weiß dann von außen Atari geben kann. Schwarz kann er nicht hier decken wegen Freiheitenmangel. Und wenn er hier spielt, schlägt Weiß. Schwarz schlägt zwar zurück, aber Weiß kann dann wieder zurückschlagen. Das ist eben kein Ko, weil diese Endo-Situation jetzt durchbrochen ist. Und die Gruppe hat halt hier nur ein Auge und ist tot. Also hier ist das der korrekte Zug, der verhindert, dass Schwarz vielleicht doch noch ein Ko erreicht. Und eben auch verhindert, dass er von sich aus halt zwei Augen macht. Weil das hier jetzt eben nicht gedeckt werden kann, dieses Atari. Das zweite Problem hier sieht man zuerst vielleicht mal hier, diese zwei schwarzen Steine haben zwei Freiheiten, diese zwei weißen haben zwei Freiheiten und Weiß ist am Zug und kann natürlich dann so zum Beispiel diese Gruppe fangen, also diese zwei Steine. Aber Schwarz gibt dann hier wiederum Atari. Wenn Weiß schlägt, dann kann der Schwarze wieder auf T19 gehen und hat hier zwei Augen gemacht. Ja, hier reinstrecken bringt natürlich nichts, weil dann verliert man sogar den Wettlauf mit diesen zwei Steinen. Also hier kommt der Schwarze halt zuerst zum Schlagen. Also es sieht schon mal nicht so trivial aus, hier zu verhindern, dass Schwarz zwei Augen kriegt. Weiß hat allerdings diesen schönen Zug eigentlich. Der hat natürlich verhindert, dass Schwarz hier spielt, weil dann könnte er gefangen werden. Ne? Und hier kann er ja nicht spielen, weil er sich dadurch selber auch eine Freiheit wegnimmt und auch gefangen wird.
Sieht also schon mal wie eine gute Idee aus, hier zu spielen. Ist auch nicht die schlechteste natürlich. Die anderen bis jetzt haben dazu geführt, dass Schwarz eben sogar leben kann mit dem größeren Teil der Gruppe. Aber hier hat Schwarz eben immer noch T19 und kann ja, ein Ko um das Leben seiner Gruppe kämpfen. Also so irgendwo drohen, wenn der Gegner antwortet, kann man zurückschlagen. Und ja, Weiß kann ja nicht hier decken. Und sobald Schwarz hier schlägt, hat er zumindest den einen Stein hier gewonnen. Also selbst wenn Weiß jetzt irgendwie hier einen Rückzieher macht. Und wie eben auch schon, lebt Schwarz hier jetzt halt mit zwei Augen. Und ist zwar eine Verbesserung hier, aber Weiß kann noch besser spielen. Und das ist eben dieser Zug, der etwas blöd aussieht, weil er ja einfach nur den Stein verliert. Aber danach kann Weiß eben hier hingehen und jetzt wegen der Freiheitsnot kann Schwarz nicht hier spielen. Da wird er gefangen. Und auf der Seite kann er nach wie vor nicht spielen, also hat er jetzt einfach schon verloren. Irgendwann, wenn es vielleicht nötig sein würde, kann Weiß halt diese zwei Steine rausnehmen mit D14 und D15 und danach dann auf T18 spielen und danach auf S19 die ganze Gruppe fangen. Jo, die Gruppe ist also auch tot, wenn man diesen fiesen Trigger kennt. Schauen wir uns jetzt mal die Situation hier unten an. Auch da ist aus mit Freiheiten relativ wenig. Wenn Weiß am Zug ist, kann man sich ja vielleicht erstmal die Situation angucken, umbiegen und hier decken. Diese Formation hier an sich ist, wenn da keine Defekte wären, zu groß. Das ist keine Nakada-Form mehr. Aber mit so, ja, den Stippen, die da drin sind, geht halt vielleicht doch noch was. Also zum Beispiel so. So, so. Und jetzt kann Schwarz eben nicht hier spielen wegen der Freiheitsnot. Ne? Kann natürlich hier spielen, aber dann kann Weiß entweder hier die Steine schnell fangen oder auch hier spielen und verhindern, dass das hier nochmal ein Auge wird, weil jetzt kann Schwarz ja auch nicht hier hingehen. Dann ist halt die Frage, kommt Schwarz hier außen vielleicht noch irgendwie zu was? Das wäre also schon mal eine Idee. Das Problem bei dieser Idee ist nur, dass Schwarz eben nicht hier blocken muss, sondern selber hier spielen kann. Jetzt hat man schon mal einmal die Möglichkeit auf H2 hier, dieses Gebiet hier hinten, diese drei, in zwei Augen zu unterteilen. Wenn Weiß das verhindert, kann er das sogar mit Vorhand machen, weil es ja die zwei Steine bedroht. Aber jetzt ist halt nach wie vor hier ein Auge und hier bleibt auch eins. Und das bedeutet, dass mit dem Zug 6 hier diese Gruppe dann doch zum Leben kommt. Also ist Zug 5 nicht die richtige Lösung, sondern der Zug 5 hier, der ja so beantwortet werden muss. Und dann das Runterziehen hier. Eben hatten wir schon quasi dieselbe Situation, dass Schwarz jetzt schon mal nicht auf dieser Seite spielen kann. H1 ist tabu wegen F1. Wenn Schwarz jetzt auf K1 spielt, dann hat er immerhin schon mal diese zwei Steine gefangen und die sind auch gut für ein Auge. Aber jetzt spielt Weiß eben auf N1 und wenn Schwarz schlägt, dann streckt er weiter rein und ein Auge ist ein Auge, aber eben nur eins. Und die Gruppe wäre tot. Und hier kann Schwarz ja nicht blocken, weil Freiheitsnot. Dadurch, dass hier Schnitte sind und keine Freiheiten für diese vier, kann Weiß halt mit dem Reinschneiden und runterziehen auf die erste Reihe eine Freiheitsnot von Schwarz fabrizieren. Und das reicht dann auch, um die Gruppe zu töten. Gut, ich hoffe, die Probleme haben euch gefordert, gefallen oder zumindest dann mit den Erklärungen neue Erkenntnisse gebracht. Falls ja, dann lasst mir gerne einen Daumen hoch da und ein Abo und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao.